So gut, das ist jetzt die zweite Hälfte mit noch ein bisschen mehr Melodie, sehr symphonischer Part. Das wird zum Teil nicht ganz so einfach, aber man kann es ja erstmal ein bisschen langsamer probieren und zumindest Melodieabschnitte versuchen mal mitzuschmielen. Wir gehen direkt in die Noten rein und zwar hoffentlich so. So. Immer diese Tastenkombinationen. Ich gucke einmal, ob es geklappt hat. So, ja, das müsste gehen. Und zwar haben wir ja die Hauptmelodie schon fertig gemacht. Ich habe gerade einfach mal ab Ende der Wiederholung von der Hauptmelodie nochmal angefangen zu spielen. Wir enden beim zweiten Mal im Prinzip relativ ähnlich. Wir haben am Schluss diese Melodie. Dieser Ton hier, der klingt jetzt relativ lange aus. Ab dem zähle ich einfach 1, 2, 3, 4 und auf die 4 und kommen diese beiden Noten. Also 2, 3, 4 und der 1. Das ist jetzt hier unser erster Melodieteil. Und zwar müssen wir da so ein bisschen die Position, die Lage wechseln. Ich gehe jetzt hier mit dem Zeigefinger in den achten Bund der hohen E-Seite und der kleine Finger wird dann für den elften Bund zuständig sein. Also es ist die achte Lage. Und wir starten hier mit 11 auf H, 8 auf E, runter hoch, im Idealfall Wechselschlag. Und der Mittelfinger spielt dann hier weiter im neunten Bund der hohen E-Seite. In den Noten erkennt man so ein bisschen, das ist eine punktierte Achtel. Die ist jetzt so lang wie eine Achtel plus eine Sechzehntel. Also von in einem Block hier, Noten sind ja immer in Blöcken zusammengefasst, in einem Block hier nimmt diese erste Note drei von den vier Sechzehnteln ein. Und die vierte Sechzehntel in dem Block ist dann eben dieser eine Ton. Also man könnte sich das vereinfachen. Lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz und dann geht es anders weiter. Wichtig ist eben, dass die 9 hier immer auf dem Fußschlag auf dem Beat drauf ist. 1, 2, 3. Und hier am Schluss eigentlich vom Timing her dasselbe, nur dass wir da einmal ganz kurz den kleinen Finger in den 11. Bund nehmen und dann 9, 8, 11 die Melodie wieder zurückspielen. Von hier bis hier mal 1, 2, 3 und 4. Und wie gesagt, es hilft auf jeden Fall enorm, wenn wir durchgängigen Wechselschlag haben. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Da, 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 da und 4 und. Das ist jetzt der erste Melodieteil, dann geht es weiter zum nächsten Teil. Da ist eine ganz, ganz kurze Pause und dann gehen wir mit dem Ringfinger in den 11. Bund vorher hatten wir den kleinen Finger, jetzt ist es der Ringfinger, 11. Bund H-Seite. Und wir haben hier durchgängig Sechzehntel. Die 1 ist die Achtelpause, also auf die 1 und geht das los. 1, Unde, 2, Unde, 3. Das ist dann erstmal eigentlich bis hierhin. Also 1, Unde, 2, Unde, 3. Auch einfach einen Wechselschlag durchhalten. Und dann geht's weiter. 9, 11. Die 9 mit dem Zeigefinger, die kommt da ja natürlich eigentlich ganz gut hin. Und dann rutsche ich ganz gerne einfach mit dem Ringfinger hoch zur 12. Dann Mittelfinger für 11 auf der G-Seite. Die 8 dann wieder mit dem Zeigefinger und der Bogen hier drüber heißt in dem Falle Hammer On. Also ich spiele die 8 an und mache einen Hammer On direkt da hinten dran. Hier vielleicht noch den Wechselschlag, das wäre runter, hoch, runter, runter, hoch. Der hier nach unten fällt dann mehr oder weniger weg, weil als Hammer On wird der ja nicht nochmal angespielt. Dann haben wir, der Einstieg ist relativ ähnlich hier mit der 11 auf der H-Seite.
Allerdings ist die Rhythmik da ein bisschen anders. Also nicht durchgezogene Sechzehntel, sondern hier ist es dann Unde 1, Unde 2. Da, da, dam, da, da, dam. Runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Das können wir auch einmal ganz kurz hier eintragen. Das hätte ich vielleicht vorher machen können, aber nicht dran gedacht. So. Und dann geht die Melodie weiter. Wir haben auch wieder 1911. Aber jetzt geht es nicht zu 12, sondern ich rutsche jetzt hoch zu 13. Zum 13. Bund hier oben. Und dann geht der Mittelfinger auf die 12 auf der G-Seite und Zeigefinger auf die 10, selbe Seite. Ich spiele jetzt erstmal diese beiden Stellen hier nochmal vor, weil die halt einfach von der Art des Anspielens her ziemlich ähnlich sind. Dann weiter. Okay, noch einmal mit dem ersten Teil vorweg. Das heißt bis hier. Position hier aus haben wir jetzt noch einen kurzen Übergang, der nicht ganz leicht ist. Man könnte den auch vielleicht variieren. Ich zeige es erstmal, wie der eigentlich geht. Wir rutschen dann mit dem Ringfinger wieder. Wir sind jetzt hier ziemlich weit links eigentlich in der Position und müssen ein gutes Stück nach rechts. Und ich rutsche einfach jetzt hier mit dem Ringfinger hoch in den 15. Bund der H-Seite. Nimm den Zeigefinger dann für den 12. Bund auf der G-Seite und den Mittelfinger für den 15. Bund auf der D-Seite. Ziemlich ähnlich. Ringfinger rutscht hoch auf 17 H-Seite, Zeigefinger 15 G-Seite und Ringfinger 17 auf der D-Seite. Okay, ich spiele diesen ganzen Part hier jetzt nochmal mit der Aufnahme mit. Ich hoffe, ich finde das so auf die Schnelle. Ja, es müsste so grob. Ist ja der Start quasi von dem Teil. Okay, das ist jetzt im Prinzip der Übergang gewesen und jetzt kommen wir in den nächsten Teil, also der sehr symphonisch ist. Wir gucken uns hier diese Hauptmelodie an und nicht die Akkorde oder irgendwie Begleitungstöne, sondern wir wollen ja auch den Höhepunkt quasi von den Tönen auch mitnehmen. Und zwar haben wir hier jetzt, sind wir jetzt in der 12. Lage. Also immer ganz gut, sich zu orientieren bei so Melodien, in welcher Lage bin ich gerade, damit man halt nicht wild mit der linken Hand hin und her springen muss, sondern so wenig Bewegung wie möglich hat, dann muss man später eben auch weniger aufs Griffbrett gucken, weil man eigentlich ja schon weiß, welcher Finger jetzt hier in welchem Bund automatisch eigentlich zum Liegen kommt. Und dann ist es natürlich auch leichter, so was Kompliziertes, was man nicht so schnell auswendig lernen kann, auch mal auf den Noten zu verfolgen. Weil man nicht mehr hierhin gucken muss, kann man dahin gucken und die Finger machen hoffentlich das, was sie sollen. Also 12. Lage, das heißt, den 13. Bund nehmen wir jetzt hier auf der E-Seite mit dem Mittelfinger. 13, 12, 15, 12. Runter, runter, hoch, runter. Klingt dann aus und ich zähle dann im Prinzip ab da weiter auf die 4 und geht es jetzt immer weiter quasi mit dem nächsten Melodieteil. Also der steigt immer mit dem Auftakt hier auf die 4 und ein. Hier auch. Immer auf die 4 und. Also 1, Unde 2, 3, 4, Unde 1, 2 und 3, 4. 1, Unde 2. So,
runter, hoch. Jetzt der nächste Melodieteil startet wieder mit runter, hoch, runter. 15, 12, 13. Dann runter, hoch, runter. 13, 15, 13. Und wieder runter für die 12 hier hinten. Wie gesagt, das trage ich auch alles nochmal schnell ein. Unde 1, Unde 2 und. Klickt auf aus auf 3, 4, Unde 1, Unde 2, 3, 4, Unde 1, 2 und 3 und. 1, Unde 2 und. So, so haben wir es. Ich spiele hier diesen ganzen Teil nochmal in langsam vor. 2, 4. Und hier dieser letzte Teil ist folgendermaßen auf der H-Seite 13, 15, 13 erstmal runter, hoch, runter. Und dann geht es auf der G-Seite weiter mit 15 Ringfinger, Zeigefinger 13 und dann rutsche ich zu 12 mit dem Zeigefinger und spiele die 13 nochmal. Vielleicht noch einmal hier diese ganze Stelle mit hier so einem Klick. Bisschen langsamer. 1, 2, 3 und 4 und 3, 4, 3, 4, 3, 4 und dann von vorne wiederholen. Jetzt kommt das Ende. Okay, das ist dann das Finale. Also bei der Wiederholung, beim zweiten Mal, spielt man den Anfang erstmal noch gleich. Und jetzt nur hier am Ende spielen wir noch die 13, 15 ist wie gehabt. 13, dann lasse ich den nicht komplett ausklingen, sondern stopp immer kurz vor dem nächsten Ton. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 20, 21, 20. Diese letzte 20 ist hier auf der nächsten Zeile. Ich sag für die Zeile hier auch einmal schnell die Finger nochmal an. Zeigefinger. 13 Zeigefinger, dann 15 Ringfinger, rutsche mit dem Ringfinger hoch zu 17, Ringfinger weiter hoch zu 18, immer noch Ringfinger 20, immer noch Ringfinger 21 und dann der Mittelfinger für 20, Ringfinger 21 und Mittelfinger wieder 20. Diesen Teil hier, den hören wir uns auch ruhig nochmal hier auf der Aufnahme an. Das ist jetzt hier eine andere Stelle. Die müssen wir erstmal finden. Irgendwo hier. Ja, machen wir ruhig. Okay, das ist. Okay, und dann haben wir jetzt wieder das Outro. Das ist eigentlich hier so ein Übergangsteil, den wir vorher auch schon hatten. Den spielen wir jetzt aber ein bisschen anders. Man könnte den auch wieder wie vorher spielen. Es wäre im Prinzip eine Art wieder C-Moll, dann da, Astur,
Wir spielen stattdessen, statt einfach nur die Akkorde zu machen, wie gesagt, konnte man auch, spielen wir lieber diese Bassmelodie, die wir da so ein bisschen hören. Wir kommen raus aus dieser super hohen Melodie. Das ist hier jetzt der letzte Ton, der klingt auch wieder ja, bis zur 4 aus und auf die 4 und geht es dann weiter. Also 1, 2, 3, 4. Und hier geht es jetzt ganz nach unten, erste, dritte und vierte Bund. Runter, runter. Ich hoch mit dem kleinen Finger zum sechsten Bund und gehe sofort wieder auf den ersten Bund der tiefen E-Saite. Das ist erstmal so grob das Hauptthema schon. Also das heißt, wir kommen von hier. Zwei, drei, vier. Die beiden Töne, das ist im Prinzip dasselbe, was wir, wie gesagt, am Anfang mal hatten hier mit. Nur jetzt zwei Oktaven tiefer. Der dritte Bund hier auf der tiefen E-Saite, das ist die letzte Sechzehntel in den Takt. Das vom Zählen her so genau zu erwischen, ist schwierig. Ich visiere halt dort auch wieder den Bund hier auf der A-Seite quasi an, vom Timing her. Das ist die 1. Und ganz kurz davor muss halt der dritte Bund auf der E-Seite klingen. Man könnte jetzt entweder einfach nur mit dem Ringfinger den dritten Bund E-Seite spielen, ganz normal greifen und dann rüberrollen, dass der Finger ein bisschen flacher liegt. Oder man kann es auch mit dem Zeigefinger machen. Ich mache das dann mal so. Und ab hier ist man dann quasi, der Rest ist dann auch wie hier oben. Das sieht jetzt nur ein bisschen anders aus, weil die erste Note hier von der Melodie überblieb und wir jetzt halt keine Melodie mehr haben. Deswegen können wir hier bei den Basstönen bleiben. Das ist dann hier diese Nummer. Und dann endet es irgendwann auf den tiefen C. Das lasse ich auch noch mal kurz laufen, hier dieses Ende. Das war das auch mal mit dem Original hören. Das wird so grob hier die Ecke sein. Das war es dann auch schon. Gut, dann hoffe ich, dass es einigermaßen verständlich ist. Man hat ja jetzt vielleicht gesehen, ich habe hier diese ganzen Wechselschläge jetzt noch beigeschrieben. Hier fehlen ein paar, die mache ich gleich noch dabei. Davon aber dann nicht zu sehr stressen lassen. Wichtiger ist immer erstmal, dass die linke Hand richtig läuft. Also das heißt, dass die linke Hand weiß, welche Töne sie zu greifen hat. Und dann gucken wir mit der rechten Hand, dass da im Idealfall ein vernünftiger Wechselschlag auch dabei ist. Gut, dann viel Erfolg und bis demnächst. Ciao.